Hi. Moin. Herzlich willkommen zu einem spontanen Match, was rescheduled wurde vor 2 Stunden. Ja. Ich glaube, Losers Bracket, Maru gegen iFakers. iFakers, da weiß ich, dass er gegen Rendu rausgeflogen ist. Bei Maru bin ich mir da gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, Okinamo. Gesoa. Ja, irgendein Highseed auf jeden Fall, genau. Und, ja. Wir sehen erstmal noch Warm-Ups, glaube ich. Ich hole mir ein Spezi. Bis gleich. Ja, ich hole mir auch, ja, Warm-Ups. Bis gleich. Danke, ciao. Paul, solange wir weg sind, kannst du noch ganz kurz während der Warm-Ups reden. Digga, okay, dann werde ich jetzt reden. Willkommen, Leute. Ja, was soll ich hier sagen? Es ist K-Pop und ich habe das Gefühl, dass das Wort deswegen gemutet wird. Geht's euch denn gut, allen im Chat? Wenn es Leute gibt, die das Match gucken, wie geht's euch? Uah. Oh, CK ist wieder weg. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht es dir, Tim? Mir geht's super, Paul. Geht so. Wieso? Das Leben ist kompliziert. Das ist immer kompliziert, Paul. Das Leben ist ein Rätsel, was man niemals lösen kann. Vielleicht. Hört man dich überhaupt beim Stream? Ja, weil ich ja reden muss, weil ihr euer Spezi geholt habt oder so. Ich bin wieder da. Ja, aber gehe ich mir ein Despo oder ein Radler holen? Radler. Okay. Ich habe vorhin eins getrunken. Dann, wenn Dion wieder da ist, gehe ich mir ein Radler holen. Okay. Ich glaube, das ist halt ein K-Pop-Song und deswegen wird unser Wort muted, schätze ich mal. Ja, Digga, wieso pickt man noch sowas, ehrlich? Das ist Maru. Maru's Warm-Up. Also nichts gegen K-Pop, aber K-Pop ist schon echt kacke. Ja. Denkt an die Channel-Punkte-Vorhersage. Ich habe alles auf Aden gesetzt. Alles? Alles. Meine restlichen 500. Nachdem ich meine ganzen irgendwie so 25.000 an Aden nochmal verloren habe. Tja. Glücksspiel ist nicht gut. Doch, macht Spaß. Können wir was mit echtem Geld machen? Okay. So siehst du auch aus. Ja, und ich habe Gewinn gemacht. Und du? Ich werde mich nicht dazu äußern, was Gambling angeht. Gambling ist nicht gut. Wenn Dion hier wäre, der Plus im Casino gemacht. Ja, ich auch. Digga, wie lange braucht du, um was zu trinken zu holen? Ja, keine Ahnung, Dion hat jetzt nur 5 Millionen Quadratmeter wieder oder sowas. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, stell mal vor, du wohnst halt in so einer riesen Villa und bist einfach bloß sowas zu trinken, sondern musst in die Küche irgendwie so 5 Minuten laufen. Ja. Aber so weit kann es ja nicht sein. Na egal, ich hinterfrag gar nichts mehr hier. Vielleicht müsst ihr noch in den Keller oder in den Schuppen oder in die Garage, wer weiß. iFakers became the host. Der hat, glaube ich, immer historisch gute Warm-Ups gepickt. Schauen wir mal. Was geht ab, ihr Moin. Digga. Oh. Okay, ich würde mich wieder. Viel Spaß. Ich gehe mir einen Radler holen. Jo. Aha. Viel Spaß. Tschüss. Zweites Warm-Up. It's von Arn. Schon Bangers.
3 Minuten 19 ist okay. Wir haben schon längere gesehen. War gutes Lied und eine gute Map, also ich beschwere mich nicht. Das Coole dieses DM ist aber, dass ich bis jetzt noch kein Stalling gesehen habe. Das heißt, immer, es wird immer schnell gepickt oder gebannt. Das ist schon nicht schlecht. Naja, wer hat schon Bock auf Donnerstag 21 Uhr noch zu stallen? Sorry. Okay, Junge. Arn gewinnt den Roll. Okay, stark. 92 nach 83. Respekt. Das ist echt sportlich. So, ich denke mal, hier wird dann sofort irgendwie Speed gebannt oder so. Speed oder Hardrock? Ich weiß nicht, wie Maru auf Hardrock ist. Ich glaube auf jeden Fall besser als auf Speed. Okay. Ich hatte Maru jetzt so mit Hidden in Verbindung gebracht. Weiß nicht. Oder? Ja, doch. Oh, okay, Nummer 2. Ich glaube halt trotzdem, dass Arn Speed noch einen Vorteil hat. Das kann gut sein. Aber wenn halt dann irgendwie so ein Shitlist reinkommt und Maru mit Low Head jetzt zieht. Ja, aber ich meine, wenn dein Gegner noch schlechter ist auf dem Skillset, dann kannst du auch ruhig sowas picken, selbst wenn es nicht dein bestes Skillset ist. Ja, und genau, ja, das sehen wir auch TT2 nach dem Nummer 6 Bann. Und ja. Band von Arn ist auch sehr verständlich, ist halt absolut nicht so sein Skillset. Mhm. Gemischt durch. Aber auch jetzt wahrscheinlich Speed und Hardware einfach. Ich kann mich aber auch komplett verschätzen. Und dass jetzt Maru auf einmal irgendwie so richtig gut. Vielleicht ist es einfach noch, weil es erst Round of 32 ist, Stage. Dass er die auch noch richtig komfortabel spielen kann. Das sehen wir jetzt gleich. Ja. Ja, die Map ist auf jeden Fall schwieriger als die DT2 aus Round of 64. Das, ich glaube, da steckt mir dazu. Alleine Stamina-mäßig. Der letzte DT2 war ja eher Speed, also müsste man basically ist die DT3, die jetzige DT3 ist DT2 von letzter Woche ein bisschen schwerer. So, schau mal rein. Ja, Maru. Oh ja. Mhm. Ja, Maru Break, aber Arn auch. Early Egg Drops bei beiden. Oh Gott! Naja. Uiuiui. Und Arn Break? Was ist jetzt los? Ich weiß es auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass Arn das so mit. Ja, mindestens A-Rank wegballert, aber. Maru hat hier die Führung. Sogar mit 2% oder 3% besserer Egg. Aber er breakt. Oh Mist. Das wird jetzt wieder rübergehen. Scheiße. Was passiert hier? Oh, Maru breakt nur. Aber Arn sieht halt auch nicht wirklich comfortable aus. Aber ist egal, der hat 300 Combo plus. Mhm. Und Egg hat jetzt auch wieder Arn im Lead, auch wenn sie ziemlich aus. Ach du Kacke. Es sieht, dass es noch nicht over ist. Oh Gott! Maru! Oh ja, Gott! Ich glaube, das wird's gewesen sein. Obwohl iFakers echt nur eine 84er-Eck hat, ne? Das kannst du echt keinem erzählen. Ach du Scheiße, was sehe ich hier? Oh Gott, diese 100er. Oh, oh Gott! Der müht sich da echt zum Reverse-Choke, ey, geisteskrank. Seekrank! Junge, verrückt. Junge. Mit dem Cutlass hier. Er breakt aber auch nicht. Junge. Und Arn holt sich hier seinen ersten Punkt. Und das ist genau das, was ich meine. Du musst es halt nicht gut spielen, wenn dein Gegner noch schlechter drauf ist. Aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der dann C-Rank droppt. Naja. Das war echt winnable für Maru. Ja, das denke ich wohl auch. Also ich habe nicht gedacht, dass Arn da unter 500k lässt. Ich meine, mit normaler Eck wären das auch 700k gewesen vielleicht mit der Combo, aber naja. Okay, also hat er anscheinend echt krasse Offset-Probleme. Ja, da kann ich nichts für. Danke, ciao.
einmal vielleicht Game restarten. Eventuell könnte das da helfen. Aber jetzt ist erstmal Maru dran mit Picken. Maru braucht sich nicht schämen, das war ja eh der Pick von Arn. Und es kommt direkt hier ein 2. Ja. Ah, zu erwarten, sagen wir mal. Ne? Ja, ja. Wundert mich, dass hier ein 2 offen geblieben ist. Aber gut. Ja, ich glaube, bei Arn kann ich mir vorstellen, dass egal wer bei Nummer 6 und Hidden 2, also ich bin mehr. Ja, okay. Also glaubst du, bei wäre es eine Stage später gewesen, hätte Nummer 6 und Hidden 2 gewonnen? Glaube ich, ja. Okay. Oder einfach, keine Ahnung. Kommt nicht drauf an, es kann halt einfach sein, dass halt Nummer 6 wieder so Gimmick-Zeug ist oder einfach Leute, ja. Hier ja, stimmt, das kommt auch drauf, die Map drauf an, bestimmt. Nee, die war nicht AR8, die war auch Gimmick. So, relativ bekannte Map, wenn man ein paar Turnies gespielt hat. Finde ich jedenfalls. Haben wir in BLB oder DM noch nicht gesehen, was Paul mir letztes Mal gesagt hatte, was mich wundert. Oh Gott. Oh Gott. Maru. Beide starten mit schlechter Eck. Aber Arn kann es echt nicht reden. Er hat aber Kombo. Halt. Oh Gott. Jungs, missreadet doch nicht. Das ist halt doch der einfache Part. Oh Jungs, das könnt ihr mir nicht antun. Rollstand hinten 2. Ich glaube, das ist genau das gleiche Prinzip wie auf der DT2. Man muss die Map nicht perfekt können, um das gewinnen zu können. Aber ein Kopf an Kopf rennen. Maru wieder mit ein bisschen besserer Egg wie vorhin auch. Aber okay, Armbreak jetzt. Das geht jetzt direkt wieder rüber. Ey. Oh mein Fresse. Also man sieht halt wirklich jede Sekunde Misses. Ja. Bei der Egg und bei den Kombos kann man wirklich sagen, dass 20k Beat schon viel wären. Also es ist halt echt knapp, das Score. Oh, ich spiel halt die ganze Zeit hin und her. Das kann echt ein Spinner-Duell werden, wenn es am Ende gäbe. Oh Mann. Und jetzt haben beide auch Even Egg. Das heißt, es wird mehr auf Combo ankommen. Boah, Alter. Beide spielen das echt nicht gut. Für deutsche Verhältnisse ist es noch okay, Björn. Boah. Dann runterschalten, bitte. Okay, sorry. Deutschland hinten 2. Warte, Arn hat jetzt schon fast ein 10k Lead und Kombo-Vorteil und Eck-Vorteil. Ja, man muss sagen, über 10k Lead sind viel auf der Map. Oh. Vor allem für Scores. Oh Gott! Über die Hälfte der Map ist jetzt schon vorbei. Jetzt ist eigentlich so der Free-Combo-Part. Eigentlich diese Streams, die sind kein bisschen Space oder irgendwas. Nee. Beide gehen da auch ziemlich okay jetzt durch. Arm mit ein bisschen Eckdrop. Beide readen den Part zumindest richtig, dass sie jetzt keinen Triple Mac haben, sondern das einzelne Loads machen. Beide haben sie jetzt ein bisschen gefangen. Viertel ist noch zu spielen, das ist halt noch eine knappe Minute. Und jetzt ist es echt even. Oh, der nächste Break entscheidet halt echt viel. Ja. Oh. Beide halten noch Combo. Okay, das hier ist noch... Nicht. Oh Gott, Arn! Oh, nicht hier müssen, nicht müssen, das ist wirklich der größte Free Part. Oh nein, was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Mann, Arn hält jetzt. Arn hat Junge, auf nichts und das ist auf jeden Fall durch. Meine Fresse. Das ist dann. Und er breakt auch auf den Slider. Aber was war das für ein Break von Maru? Ey, und das war halt wirklich der größte Free-Part in der ganzen gesamten Map und er breakt auch sowas, ey. Oh Gott, nochmal die ganzen Eckdrops am Ende. Au! Junge, Reading? 0 ja. zu 2. Arn holt sich einen Breakpoint hier. Ja, hat auch mehr Combo, bessere Eck und deutlich weniger Misses. Halb so viele, also verdienter Punkt hier an iFakers. Und der hat sich einen Breakpoint geholt und kann jetzt das 3-0 machen mit seinem eigenen Pick. Aber beide bessere Eck als auf der DT2. Mhm. Das stimmt wohl. Ich habe jetzt wegen Paul extra den
richtig fetten Rülpser von der Paulaner Spezi nicht rausgelassen. Ach, das ist aber schade. Nee, das ist nicht so gut. Paul hat sich erledigt. Digga, der Arme, was hat denn die Arme getan? GTA IP, Twitch Mods, Twitch Support, danke. Darfst du mich sagen? Leise, Paul, pst. So, warte, was ist das jetzt für eine Map? DD3. Logischer Pick von Ahn. Aber wie die gerade beide performt haben, kann es halt auch wieder komplett in die andere Richtung gehen, ne? Mhm. Das ist halt irgendwie jede Map gerade RNG, weil die anscheinend beide side-readen und beide nicht warm sind. Paul, es tut mir leid. Nimmst du meine Entschuldigung an? Okay. So, gehen wir nicht mehr rein. Ich frag mich ja, was Maru gleich picken wird. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, er will in den Nomad Pool gehen. Vielleicht. So, die Map ist nur 1,5 Minuten lang. Also jeder Mist könnte hier echt fatal sein. Mhm. Oh, das bin schon mal mehr. Oha. Prost, Paul. Win to win. Oh, oi. Wow. Und ich glaube, Arn hat sich jetzt mit der DT2 durch. 10% bessere Eck. Ja, Arn hat sich, glaube ich, mit der DT2 ein bisschen aufgewärmt. Ja. Der ist jetzt da drinnen. Kann er denn generell besser so kürzere, aber High BPM Bursts anstatt so längere, lower BPM Tapping Pass? Ich weiß nicht. Arn hat halt einen Routing. Also hätte er sich bei der DT2 eigentlich auch komplett durchmischen können. Ja. Aber ich denke, das war dann einfach wirklich ein bisschen, ne? Weil er einfach noch gar nicht warm war. Ja. Der ist auch noch an Mech 10, glaube ich, ne? Ja. Und hittet ja auch solide die 255 BPM Streams, Burst Speed, SS sogar. Also ganz 98er stabil. 90er Eck auch, ja. So, ich sehe da jetzt. Sieht wohl so aus. Starker FC von Arn. Hat er sich jetzt mal endlich gerafft. Mhm. Auch gute Eck. Hat ja am Anfang viele 100er gedroppt. Im Verhältnis zum Ende. Boah. Weniger 100er als Misses bei Maru. Was? Hast du gerade gesagt, weniger 100er als Mystis bei Maru? Ja, MyFakers hat weniger 100er als. Ach so, Maru, so meintest du das. Als Maru Mystis, so. Ja, okay. Und Nomad 1 habe ich mir schon fast gedacht, tatsächlich. Hat ja gerade schon gesagt, was könnte er sonst picken? Boah, 4 Minuten 39, hast du einen Arsch offen, Paul? Sorry. Boah, Junge. Oh, wow, danke. Digga. Der ist so ein Anime-Song. Das ist ja Nomad 6 besser, der Song. Nomad 6 ist halt ein guter Song. Ja. Ich weiß nicht, was ihr habt. Nee, ich finde ich ja auch. Deswegen. Okay. Ach, Junge, warte, ich kenne den Anime sogar. Das ist so ein richtiger, ne? Ich äußere mich nicht weiter dazu. Ich habe da keine Aktien drin, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so ein... Ah, das darf ich ja gar nicht sagen. Egal. So ein... Darf so ein Tippen-Anime. Nee, das darf ich nicht sagen. Egal. Paul hat gerade gesagt, ich darf das sagen, also habe ich Tippen-Anime gesagt. Egal, wir müssen uns auf Match konzentrieren. So, genau. Maru also mit 96er, ey. Ja, hat am Anfang bei einem Pattern ein paar Hunderter gedroppt. Aber ist ja alles gut, weil Nomad 1 ist eh nur Combo Gaming, wenn der andere breakt. Ich hätte da jetzt einen 50er reinbekommen. Das war echt knapp. Aber beide halten noch den FC, aber die Map ist auch nicht so wirklich losgegangen. Das kommt jetzt so langsam.
So, jetzt noch ein Kuss. Hier kommen gleich die ersten größeren Jumps. Und Schüttelt. Beide hinten den ersten. Beide gut durchgekommen, ja. Ich glaube auch beide keine 100er gedroppt. Ja, Maritz bei 98, Arm bei 99,3. Das könnte knapp werden. Ich glaube, der zweite Kiai wird noch ziemlich gleich aufgebaut sein. Bin gespannt, wie beide da durchkommen. Oder ob einer nervös wird sogar vielleicht. Beide kommen clean in den zweiten Kiai rein. Mhm. Hälfte der Map ist um. Ein Break würde automatisch ein... würde automatisch eine... Mann, mir fällt das Wort gerade nicht gar nicht ein. Entscheidung treffen. Nicht nur das, aber auch Scorecap. Genau, Scorecap. Oh. Ja, Mara hat jetzt zweimal hier im Kiai gemisst. Arm weiter FC mit 99,63 jetzt inzwischen schon. Mist jetzt hier! Okay. Aber das. Trotzdem gut für Arm, weil Varu hat gemisst und ja, er muss auch erstmal wieder Combo aufbauen und muss auf Breaks von Arm hoffen. Und Varu breakt und damit ist es auch schon so gut wie over, vor allem mit der Egg von Arm. Sind zwar jetzt noch so anderthalb Minuten, aber ich würde mal sagen, das ist over. Aber stell dir mal vor, du hast eine Anime-Frau als Discord-Profil-Picture, wenn du mit zwei anderen im VC bist, die eine Katze haben. So true, Junge. Hoppala, der ist mir rausgerutscht, tut mir leid. Ist ja eh nur Nummer 1, da schauen eh keine Leute zu. Okay. Junge, bei Gott, wir brauchen Blank Tap als Kommentator, ne? Was für ein Nein, das ist der beste Kommentator auf der Welt. Autisten feiern auch Nummer 1 über Nummer 6. Ich glaube, das, was du hast, ist eher eine Randgruppenmeinung. Oh. So. Oh, das ist, ich auf gar keinen Fall. Ich bin Aria. So. Ich bin zweite Chip. Ja, ich darf Paul, das was sagen. Was bist du, Paul? NRW-Lamm. Halt nicht mehr. So, Ahn ist immer noch sehr schöne Egg, hat glaube ich nur ein Pattern gemisst. Oder nee, zwei, ich weiß es nicht. Oder drei, ja. Oder vier, oder noch ein paar. Maro hat aber actually gut recovered, muss man dazu sagen. Also ja, stimmt, es ist halt Score-Unterschied von 60k nur. Ja. Nicht mal. Es fehlt halt einfach bei Maro ein bisschen die Combo und Egg, die ja. Arn halt noch mehr hatte. Also es hätte jetzt auf 2-2 stehen können mit Nomad 1 und mit der Map ganz am Anfang DT2. Ja. Ja, genau. Auch mit der Hidden 2. Na, Hidden 2 auch, stimmt. Oh, naja. So, jetzt hat Arn hat ein Matchpoint und seinen eigenen Pick. Ja, der hat ein paar Matchpoints sogar. Ein Smallpole, keiner will Hidden 3 sehen. Hard Rock 3 wäre cool. Oder ich denke mal, Arn wird... Cool. Hidden 1, Hidden 1. Arn wird Hard Rock 1 oder Hard Rock 2. DT 1. Okay, Hard Rock 2. Joint. Dion, du bist so schlau, oh mein Gott. Dion, du bist der Schlauste, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dion. Jetzt. On stream, on cam. Das darf ich jetzt nicht sagen.
Ich wollte wieder einen Vergleich bringen mit dem, mit dem, was Paul sonst nie gehört hat, Tim. Aber das war jetzt nicht. Nein, hör auf, der Arme! Hardrock 2, rein geht's. CS 6,5 Linear Patterns. Gibt doch keinen einzigen FC in Deutschland auf dir. Modded oder nicht modded? Nein. Okay. Ja, ich glaube eher weniger. Na, ich glaube eher weniger. Ich gebe dir 2. Na, ich gebe dir 2, weil du so gut bist. Okay, Maru, erster Break. Deswegen, oh, ich habe gesagt, ich glaube eher weniger, weil weniger Wochen, weil ich dann nicht glaube. Das ist auch so. So, Maru aber mit wieder Eckproblemen. Ja, A noch auf 99. Das ist schon mal ein guter Start, aber die Map geht halt fast so lang wie Nomad 1. Danke, Paul. Und, nein, das ist aber eine gute Map. Das ist echt eine gute Map. Die habe ich auch enjoyed zu spielen. So, Maru jetzt nochmal mit dem Break und das sieht jetzt gar nicht gut aus. 5% nee. Unterschied. Und An sieht jetzt auch nicht so aus, als ob der breaken würde. Echt comfortable aim. Ja. Ist halt auch eins seiner Skills jetzt. Ja, seine absolut. Jetzt. Bei An waren es echt nur die ersten zwei Maps, bei denen er gestruggelt hat. Bei DT2 und Normal Hidden 2. Maru wieder mit Break. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Ja, also es wird schwer aufzuholen. Erstmal muss A noch breaken, sonst ist da gar nichts am Laufen. Der hat echt noch einen starken FC. Und die Frage ist halt auch, ob Maru jetzt wirklich so eine hohe Combo aufbauen kann mit seiner Egg, um wirklich An noch gefährlich zu werden. Aber müsste halt wirklich, ja. Ja, beide breaken jetzt. Da bringt An's Miss jetzt auch nichts. Und bei Maru kommen halt immer noch mehr rein. Vor allem auch sehr, sehr viele Slider Breaks. Wenn man auch auf sein Aim sieht, das ist halt auch nicht. Er snappt die ganzen Jumps wirklich nicht, sondern. Keine Ahnung, wie heißt es? Flow-Aim. Ja, Flow-Aim, die Jumps mehr. Verstehe ich auch nicht. Könnte ich irgendwie nicht. Also ich könnte, aber das ist dann so RNG, finde ich, bei mir. Ja, same. Arn snippt halt die Jumps. Ja, genau. Alle. Oh, jetzt, was ist mit dieser Reading Section? Da will ich sehen. Alter, das ist jetzt noch hinten die. Ja. Okay. Oh, Maru Shameless. Aber Arn ist ja echt gut durchgekommen, auch ohne 100er zu droppen gefühlt. Jedenfalls habe ich keinen Direkt gesehen. Stark. Recovered sogar Egg bei diesem Part. Sauber. Sehr stark. Wird bestimmt auch einer der höheren Scores sein. Innerhalb dieses Wochenendes oder der Woche, wenn er jetzt, vor allem wenn er jetzt weiterhält. Junge, Paul, warum hast du schon die Feuersage beendet? Was ist, wenn Arn jetzt einen Disconnect kriegt? Ja, was ist. Ja, hallo? Break nochmal. Was ist, wenn Arn jetzt einfach verliert, weil er einfach nur noch misst? Die 400k Score aufzuholen ist schon schwer. Ich glaube auch, wenn Arn disconnecten wird, dann wird der Score dann gezeigt, den er bis jetzt gemacht hat. Ja. Und der ist halt unmöglich einzuholen für Maru. Und diese Jumps sind ja, geil, was meinst du? Die Action ist sehr hart. So, schöner Score von Arn, 500k plus. 5-0 gegen Maru, 96 gewonnen. GG's an beide. Gut gespielt und wir verabschieden uns von Maru. Ja. Ich dachte so, Ja, ich dachte, du meinst jetzt, okay, wir verabschieden uns, danke, ciao. So, Jubel. Ach so, ja. Jubel, hallo.
Digga, ist ja so komisch. Paul. Ihr müsst wissen, Paul hat währenddessen der gemutet war so viele Scheiße gelabert. Dafür hätte ja, halt, genau. Dafür hätte der Stream halt reported werden können. Genau. Also, congrats an Arn. Wir gucken mal ins Bracket rein. Wir gucken mal ins Bracket rein. Ja, Digga, im Bracket sieht man nichts. Achso, ach, schade. Die Connection, die Connection ist aber TPLC und wer ist TPLC? Wieder. Hallo. Ach, gut. Achso, okay. Ja. TPLC oder Zeitfrost ist sein nächster Gegner. Oh. Oh, das wird gefährlich. Oh. TPLC oder Zeitfrost, wann spielen die? Irgendwann am Wochenende. Ah, super. Danke, ciao. Also. Das nächste Match ist erst morgen um 18.30 Uhr. Ja. Jo, Shock gegen Bingo. Genau. Schaltet da auch wieder Bingo. Ein. Und bis dahin noch einen ganz schönen Donnerstagabend. Und wenn wir uns morgen sehen, ist eh schon wieder Wochenende. Also richtig geil. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Auf Wiederlurger. Tschüss. Tschüss.